Hat mich einfach während der Corona-Zeit angerufen. Hey Caro, wir können nicht auf Expedition, es geht dir bestimmt auch genauso. Und lass uns was zu Hause machen. Und lass uns was mit dem Rad machen. Unsere Idee ist eigentlich, die Schweiz vom Osten bis in den Westen einmal mit unserem Radl, also mit dem Mountainbike, zu durchqueren. Alles aus eigener Kraft und dabei alpine Mehrseillängenrouten an den wichtigsten Wänden der Schweiz klettern. Hatte sich jemand irgendwann mit der Ines so volles Projekt macht, das hätte ich mir als Jugendliche nie träumen lassen. Also die war so ganz weit weg für mich, also ganz anderes Niveau. Caro ist motiviert, ist stark, ist ambitioniert, die ist, hat alle Fähigkeiten, die es braucht für dieses Projekt. Und es gibt nicht viele Frauen, die auf so einem hohen Niveau in den Bergen der Welt klettern. Was noch viel wichtiger ist, wir verstehen uns saugut. Wir können uns auch gut kaputt lachen, wenn wir dann plötzlich auf einem Wanderweg landen, anstatt auf einer Straße. 30er-Zone, gell? Wow. Wow. Juhu, die Ines hat heute die beste Ausrüstung. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Besser ein Lachkrampf wie ein Heulkrampf. Dann würdest du dir aber Sorgen machen. Dann würde ich mir echt Sorgen machen. If anybody wants to find me, I'll be in the last place she would look. In a place where people used to be. Land that's called reality, you'll find me there. Abenteuer gibt's bei uns ganz viel in den Alpen. I won't be catching up on Reddit. Das Abenteuer bedeutet für mich eigentlich was Neues erleben. Etwas erleben, das ich vorher noch nie erlebt habe. It's been without me, cause everything has been without me sometime. Die Kombination Klettern mit dem Fahrrad. Irgendwas finden, was Herausforderung ist. Ich meine, das suchen wir ja immer oder das suchen wir auch auf anderen Expeditionen. Herausforderung und was Neues. Dadurch, dass eigentlich keiner reisen kann, sind auch eben alle hier unterwegs und suchen alle hier die Challenge und klettern hier. Jetzt mal so hier in der Schweiz unterwegs zu sein und die ganzen Freunde zu sehen, und das ist auch ein mega schöner Aspekt von dem, einfach hier zu Hause was zu machen. Ja, vielleicht kann man mit diesem Projekt auch die Menschen ein bisschen erreichen und die Idee mitgeben, hey, das Abenteuer wartet vor der eigenen Haustür. Man braucht nicht um die halbe Welt zu reisen. Thank you. Thank you very much. Very much, my friend.